Und ich darf Sie herzlich willkommen heißen zum Webinar Medienkompetenz in der digitalen Gesellschaft. Ein Webinar, das gleichzeitig auch in unseren EP-MOOC eingebettet ist, unserem aktuellen offenen Online-Kurs für die Online-Erwachsenenbildung. Und wer ist heute von uns dabei? Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Gunther Schüssler und ich darf heute die Moderation übernehmen. Von Conedu ebenfalls noch dabei ist Bianca Halb. Sie wird heute auch den Support übernehmen und eingehend unterstützen. Danke, Bianca, dafür. Der EBMOOC 2023 wie auch die Digitalks sind im Rahmen von erwachsenenbildung.at sind gefördert vom österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Wie bereits kurz erwähnt, der Talk wird aufgezeichnet und Sie haben eben bei der Anmeldung sich Ihr Einverständnis dazu erklärt und danke dafür auch. Was nicht aufgezeichnet wird, ist der Chat. Also fühlen Sie sich auch frei, jederzeit in den Chat zu schreiben. Vor allem auch, wenn Sie dann Fragen an die Referentinnen haben, können Sie gerne in den Chat schreiben. Und wir werden versuchen, einfach die Meldungen aus dem Chat an der passenden Stelle aufzugreifen und in das Webinar zu integrieren. Genau. Für alle, die sich wirklich explizit zum Webinar angemeldet haben, für die steht auch eine Teilnahmebestätigung bereit. Sie erhalten dann morgen eine E-Mail mit Link zum Buchungscenter und können sich dann dort die Teilnahmebestätigung runterladen. Genau, also an dieser Stelle auch nochmal kurz die Bitte, aber ihr habt gesehen, es hat schon eigentlich jede Person gemacht, den vollständigen Namen anzugeben. Das ist dann eben für die Teilnahmebestätigung wichtig. Gut, noch bezüglich Teilnahmebestätigung, das betrifft natürlich nicht das Zertifikat aus dem EBMOOC. Da kann man natürlich auch ein Teilzertifikat für die Lektion 3 erhalten. Ich bin gerade versehentlich stumm geschalten worden, sehe gerade, okay, jetzt hört man mich, glaube ich, wieder. Genau. Und das betrifft eben nicht die Zertifikate aus dem EBMOOC, die sind unabhängig vom Webinar, weil das Webinar keine Pflichtveranstaltung sozusagen für die Absolvierung des EBMOOCs ist. Genau, das einfach noch einmal vorausgeschickt. Und inhaltlich geht es heute um Medienkompetenz in der digitalen Gesellschaft. Und die Lektion Medienkompetenz im EBMOOC, also die Lektion Nummer 3, wurde gemeinsam mit dem BIFEP, mit dem Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, gestaltet. Als Partner, als Co-Produktionspartner. Und an dieser Stelle möchte ich auch gern das Wort an Herrn Karl Hochradl übergeben. Lieber Karl, ich beende noch schnell die Freigabe meines Bildschirms, damit man die auch wirklich gut sieht. Und lieber Karl, bitte. Ja, danke, Gunther. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer. Ich bin Karl Hochradl. Ich bin als wissenschaftlich-pädagogischer Mitarbeiter am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung tätig. Und ich freue mich, dass ich Sie anstelle des leider erkrankten Direktors, Herrn Dr. Dennis Walter, im Namen des Bundesinstituts zum Webinar begrüßen darf. In Zeiten von Digitalisierung und KI wird ja ein kompetenter und verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien immer wichtiger. Uns freut es besonders, dass Sie sich für dieses Thema interessieren und dass Sie so zahlreich am Webinar teilnehmen. Wir danken auch ganz herzlich unserem Kooperationspartner Conedu und damit wünsche ich auch schon viel Spaß und viel Freude beim Webinar. Dankeschön. Danke dafür, danke Karl. Sehr gut. Und wir würden gleich weitermachen mit der Vorstellung der Referenten und der Referentin. Und ich würde dazu auch gleich noch einmal meinen Bildschirm freigeben. Wir haben einen kleinen Steckbrief vorbereitet, damit Sie einfach einen kurzen Überblick quasi haben, beziehungsweise die Referenten und die Referentin die Gelegenheit haben, sich auch vorzustellen. Gib kurz meinen Bildschirm frei. Genau, und ich darf, André, ich darf dich bitten, dich gleich einmal vorzustellen.
Ja, danke. Auch von mir ein herzliches Willkommen und schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist André Wolf. Ich arbeite für den Verein Mimikama. Der Verein Mimikama ist ein Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch, gegründet 2011 in Wien. Wie man jetzt hört, ich bin jetzt kein Wiener gebürtig zumindest. Ich lebe aber seit 2015 in Wien, um für den Verein zu arbeiten. Vorher habe ich das schon 2 Jahre ehrenamtlich gemacht. Ursprünglich habe ich mal evangelische Theologie studiert, irgendwann in den 90ern des letzten Jahrhunderts. Das hat nicht so ganz funktioniert. Die Kirche wollte mich nicht so haben. Ich wollte dann auch nicht mehr Pfarrer werden. Und wir haben uns dann entzweit. Heute bin ich auch gar nicht mehr in der Kirche, muss ich dazu sagen. Danach war ich lange Jahre Verantwortlicher für Medien und Kommunikation in einem mittelständischen Betrieb, der Fleisch und Wurst verkauft hat. Heute bin ich Vegetarier. Also man merkt, ich mache immer genau das Gegenteil von dem, was ich ursprünglich gemacht habe. Ich soll also zwingend bei Mimikama bleiben. Das würde in einer Katastrophe enden. Ja, und jetzt bei Mimikama ist meine Hauptaufgabe halt die Öffentlichkeitsarbeit, die Pressearbeit, Medienarbeit, aber auch die Entwicklung von Bildungsmaterialien. Und gleichzeitig gehe ich auch als externer Lehrbeauftragter an Schulen, an Universitäten, aber auch an pädagogischen Hochschulen, sodass ich auch Lehrerinnen und Lehrer fortbilde. Also das ist so mein Themenbereich jetzt. Also weniger die Recherche, so wie es anfangs war, sondern eher mehr diese Arbeit nach außen hin. Super, danke, André. Ich gebe gleich das Wort an Herrn Peißl und darf Sie bitten, auch über sich ein paar Worte zu sagen. Ja, guten Tag, danke. Es freut mich auch dabei sein zu können. Walter Peißl, ich bin seit Gründung am Institut für Technikfolgenabschätzung der Akademie der Wissenschaften. Wir beschäftigen uns in vielerlei Bereichen mit den möglichen Folgen neuer Technologien auf Gesellschaft, auf Individuen, auf Unternehmen, auf Wirtschaft, auf Ökologie. Mein Schwerpunkt eigentlich seit Beginn war es, mich mit den, ja, gesellschaftlichen Folgen von Informations- und Kommunikationstechnologien auseinanderzusetzen. Das war so der Begriff, den wir in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre verwendet haben. Das hat sich jetzt gewandelt. Das ist jetzt sozusagen über die ganze Gesellschaft gestülpt. Wir reden von Digitalisierung als Megatrend sozusagen. Mein Hintergrund ist, auch wenn der verschwimmt, wenn man etwas so Interdisziplinäres wie die Technikfolgenabschätzung über 30 Jahre betreibt, grundsätzlich habe ich Betriebswirtschaft und Soziologie studiert, also Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, und habe immer sehr spannend gefunden, die Auseinandersetzung mit Leuten, die Technologien entwickeln und dabei dann manches Mal auch die dumme Frage gestellt, ja, und was bedeutet das nun? Und ja, die Fragen gehen uns nicht aus und vielleicht ein paar Anregungen für Antworten kann ich heute geben. Super, danke, Herr Beisel. Und dann noch Birgit, darf ich noch dich bitten, dich vorzustellen? Hier ist dein Steckbrief. Dankeschön. Ja, ich glaube, in der Runde kann ich das ganz kurz halten. Birgit Aschemann bei Conedo, eben Bereichsleitung für digitale Professionalisierung und jetzt in diesem eBMOG auch projektleitend zuständig dafür, dass wir das gemeinsam hier in diesem Kurs interessant und gut haben und viel voneinander und miteinander lernen. Als Motto zum Thema Medienkompetenz habe ich auf diesen Steckbrief geschrieben, Erwachsenenbildnerinnen haben immer auch eine Vorbildwirkung. Das heißt, es wird uns vielleicht oft nicht so bewusst, ja, ist vielleicht nicht immer so klar. Ich möchte einfach noch einmal das Augenmerk mit diesem Motto darauf richten, dass wir diese Wirkung eben auch in puncto Medienkompetenz haben, absichtlich oder unabsichtlich. Und ich freue mich halt schon auf die Diskussion jetzt, ja, also einfach die verschiedenen Perspektiven. Super, danke Birgit. Danke allen Referenten und der Referentin, dass sie sich vorgestellt haben. Und ich würde jetzt einfach noch ganz kurz einen Überblick geben über die Lektion 3. Ich verspreche mir, kurz zu halten. Ich wollte es nur insbesondere nochmal ansprechen, weil eben die Lektion 3 in Kooperation mit dem Bundesinstitut für Erwachsenenbildung gestaltet wurde. Und das Kernstück dieser Lektion sind eben 3 Videos, die wir produziert haben, die einen Überblick über die Medienkompetenz in der digitalen Welt geben und quasi 3 unterschiedliche Ebenen
Metaebenen und eine Metaebene behandeln, sozusagen von der individuellen Ebene auf der gesellschaftlichen Ebene dann rücken mit der Medienkompetenz, beziehungsweise bei den Videos einfach wirklich immer tiefer gehen und dann die Erwachsenenbildung konkret, die Erwachsenenbildungspraxis in den Blick nehmen und dann innerhalb der Praxis der Erwachsenenbildung sozusagen dann wirklich konkret noch einmal auf Unterrichtsmedien schauen und die Frage stellen, was kann eigentlich im Sinne der Medienkompetenz direkt bei Unterrichtsmaterialien getan werden und worauf sollte dabei geachtet werden. Genau. Und wir haben auch Umfragen vorbereitet, um einfach quasi noch einmal einen organisatorischen Rahmen ein bisschen zu geben sozusagen für dieses Webinar und ich darf gleich die Umfrage, die erste, freischalten und Sie, liebe Teilnehmende, bitten, die Frage sozusagen zu beantworten und abzustimmen, nämlich wir würden uns eben dafür interessieren, was Ihr Zugang, sozusagen Ihre Perspektive, mit der Sie heute an diesem Webinar teilnehmen, welche Perspektive das ist. Sind Sie vielleicht im Bildungsmanagement tätig oder selbst als Kursleitung in einer Erwachsenenbildungseinrichtung, selbstständig, in Aus- oder Weiterbildung? Kommen Sie von der Hochschule oder sind Sie als Lehrer an einer Schule tätig, als Lehrerin oder vielleicht etwas anderes? Und Sie können natürlich auch uns im Chat Bescheid geben, wenn Sie sozusagen Ihre Perspektive hier in der Umfrage nicht wiederfinden und es etwas anderes ist. Schreiben Sie es gerne in den Chat. Ich warte noch ganz kurz, 71% haben abgestimmt bisher. Kurz warten wir noch. Es ist für uns natürlich immer sehr interessante, spannende Rückmeldung, aus welchem Bereich Sie kommen und aus welchem Bereich sozusagen auch das Interesse für Medienkompetenz dann kommt. 84% haben mittlerweile abgestimmt und ich glaube, wir geben einfach jetzt einmal die Umfrageergebnisse frei. Und Sie sehen eben Bildungsmanagement und Kursleitung in einer EB-Einrichtung sind sehr stark vertreten, aber auch Selbstständige in der Erwachsenenbildung. Super, danke dafür. Und wir haben dann auch noch eine zweite Umfrage vorbereitet und die betrifft nämlich die Videos. Die drei Videos aus der Lektion Medienkompetenz, wir würden eben einfach gerne wissen, haben Sie die bereits angesehen, um das einfach einschätzen zu können, quasi was bringen Sie bereits mit in dieses Webinar heute, in diese Podiumsdiskussion, welchen Hintergrund bringen Sie sozusagen mit, haben Sie die Infos aus den Videos schon im Hintergrund oder ist das ganz noch was Neues für Sie, haben Sie einfach noch keine Zeit gefunden vielleicht und wollen sich aber die Videos dann im Nachgang noch anschauen. Die finden Sie natürlich in der Lektion 3 des EP-MOOC. Und da wollen wir einfach wissen. Und ich sehe, jetzt haben schon 85% abgestimmt. Genau. Und ich werde an dieser Stelle auch gleich das Ergebnis. 87%, vielleicht kurz warten. Ich sehe, es bewegt sich noch was. Es gibt noch Teilnehmer, die noch abstimmen. Genau. Aber ich glaube, ich kann das Ergebnis jetzt freigeben. Und zwar eben die meisten von Ihnen, 58% zumindest, haben eben noch keine Videos gesehen, aber das ist natürlich auch eine super Voraussetzung für die Podiumsdiskussion, weil sie dadurch auch unbeeinflusst ist sozusagen und sie wirklich ihren eigenen Background mitbringen und wir sozusagen unterschiedlichste Perspektiven und Informationen zum Thema heute haben. Gut, das wäre also sozusagen einmal die Umfrage auf Zoom. Wir haben auch noch einen Answer Garden vorbereitet, also eine Wortwolke. Und nach dieser Wortwolke, die teilen wir jetzt im Chat. Also im Chat finden Sie einen Link zur Wortwolke. Ich bitte Sie, diesen Link aufzurufen und dann im eigenen Browser eben einen Begriff, ein Schlagwort sozusagen zur Medienkompetenz einzugeben. Und wir haben dann sozusagen gemeinsam, ich werde auch meinen Bildschirm freigeben. Sie können dann auch sozusagen über meine Bildschirmansicht mitschauen. Gut, also man sieht schon, Fake News war schon das erste Schlagwort, das ich gelesen habe. Jetzt wird es gerade refreshed. Digitale Tools, kompetenter Umgang, kritisch mitdenken. Ich lese es einfach wahlweise ein bisschen vor und greife ein paar Begriffe heraus. Privatsphäre, Medienkritik, digital souverän, Infos hinterfragen, lese ich Komplexität, Reflektierung, Umgang, Selbstreflexion und Skills. Quellenkritik,
Filterblasen, Datensicherheit, wahr oder unwahr. Also ich sehe schon, Sie denken in eine tolle Richtung. Es gibt da sehr viel unterschiedliche Zugänge und Informationen zum Thema, die natürlich alle irgendwie im Idealfall heute aufgegriffen werden und wir gemeinsam dann drüber diskutieren. Gut, danke dafür. Und dann würde ich vorschlagen, wir gehen wirklich über zur Podiumsdiskussion und wir starten einfach direkt sozusagen mit der ersten Interviewfrage. Und die darf ich an dich richten, lieber André. Und zwar, was ist eigentlich sozusagen das Wichtige an der Medienkompetenz? Oder anders formuliert, warum ist es eigentlich wichtig, Medienkompetenz zu entwickeln und zu fördern? Das liegt grundsätzlich daran, dass wir alle mittlerweile teilnehmen können an der öffentlichen Diskussion, also über Social Media teilnehmen können an einer öffentlichen Diskussion. Das war vor 10, 15 Jahren noch nicht zwingend so. Das bedeutet, wir alle haben jetzt Zugänge zum Netz. Wir haben alle ein Endgerät, ein digitales Endgerät, beispielsweise ein Smartphone. Und wir alle können leicht an irgendwelchen Social Media Plattformen teilnehmen. So ein Social Media bedeutet, dass ich im Austausch, im interaktiven und digitalen Austausch mit anderen Menschen bin. Ich selbst kann Autorin oder Autor werden. Ich kann selbst also senden und empfangen gleichzeitig und bin mittendrin in einem Gespräch. Social Media bedeutet auch, dass ich mit anderen Menschen im Dialog bin. Das ist auch etwas, was so früher in den klassischen Medien nicht war. Das bedeutet, ich kann auf Inhalte direkt reagieren und ich kann teilnehmen an einer Diskussion. Ich darf auch streiten über Themen. Natürlich, wenn Streit produktiv ist, ist das völlig in Ordnung im Sinne des politischen Willensbildungsprozesses. Und all das ist wichtig, dass ich halt diese Vorbildung oder diese Bildung zum Thema Medienkompetenz habe. Ich muss verstehen, wie Social Media funktionieren. Ich muss verstehen auch, wie Kommunikation funktioniert, denn ich werde nun mal manipuliert. Das steht völlig außer Frage. Grundsätzlich werden wir durchgehend auf Social Media manipuliert, sei es über ein Framing, sei es über bestimmte Narrative, die ständig ausgespielt und gestreut werden. Wir unterliegen ständig irgendwelchen mehr oder weniger starken Manipulationen und denen muss ich halt begegnen können. Und deswegen ist diese Digital Literacy, also die Medienkompetenz, so unwahrscheinlich wichtig. Verstehe. Danke, André. Super. Und ich möchte da gleich direkt einhaken bei dem, was du jetzt erklärt hast, und an Sie, Herr Beißel, die Frage richten, eben, wo Medienkompetenz dann aus Ihrer Sicht eigentlich beginnt. Also wenn wir jetzt von Medienkompetenz im Kontext einer digitalen Welt sprechen, wo beginnt Medienkompetenz dann eigentlich? Geht es da in erster Linie wirklich darum, Fake News zu erkennen oder ist es vielleicht auch viel weitreichender? Also ich glaube, es ist schon wichtig, Fake News zu erkennen oder zumindest grundlegende Erkenntnisse dazu zu haben, um richtige Einordnungen, Richtigstellungen vornehmen zu können. Es gibt ganz massive demokratiegefährdende Potenziale, über die können wir noch reden, die also mit Fake News sozusagen einhergehen. Aber ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass kritische digitale Medienkompetenz viel früher beginnt. Das beginnt nämlich dabei, herauszufinden, mit welchen Tools, Instrumenten und Services arbeite ich. Und das unterscheidet sich nicht ganz fundamental von der analogen Medienkompetenz. Auch in analogen Medien muss ich mir überlegen, für welche Art von Kommunikation verwende ich welchen Kanal, welche Medien bringen mir mit welchen Hintergedanken, mit welchem Hintergrund, welche Art von Information, wie kann ich Autoren, Autorinnen, Verleger, Verlegerinnen einordnen. Das heißt, die Interessen und die Fähigkeiten von Medien und ihren Kanälen sozusagen einschätzen zu können, gibt es auch in der analogen Welt. Was wir allerdings sehen, ist im Digitalen, ist durch diese unglaubliche Ausdifferenzierung diese Auswahl schwieriger geworden. Und dann kommt dazu, dass in der digitalen Welt was Platz greift, was wir so nicht erwartet haben. Wir können, wie schon vorher angesprochen, selber auch Produzenten werden. Und auch dort muss ich wissen, mit welchen Tools arbeite ich. Also Messenger-Bereich, also wenn ich WhatsApp verwende, dann muss ich wissen, das gehört zum Meta-Konzern. Da kann ich mir über Alternativen, die zum Beispiel datensparsam, privatsphärenfreundlich organisiert und gebaut sind, Gedanken machen. Das heißt, ich habe in dem Fall immer die Notwendigkeit, mir zu überlegen, wer, warum, wieso
Und wenn ich das selber nicht kann, dann muss ich mich eben über vertrauenswürdige Dritte, also Institutionen, die Vertrauen aufgebaut haben und denen ich vertrauen kann, kundig machen. Das sind sozusagen die grundlegenden Dinge. Genauer sozusagen können wir es dann sicher noch diskutieren. Aber ich glaube, es ist jeder von uns mittlerweile aufgerufen, nicht nur für sich, sondern auch für andere, einen vertrauenswürdigen und vertrauensvollen Zugang zu neuen Medien zu pflegen. Genau. Danke, Herr Beißel. Und weil Sie eben gerade angesprochen haben, eben das Vertrauen, dass man eben wirklich Organisationen zum Beispiel oder auch Personen, denen man vertraut, Organisationen, Institutionen, denen man vertraut im Zuge der Medienkompetenz, fällt mir jetzt auch ganz stark die Erwachsenenbildung natürlich ein und die Organisationen, die die Erwachsenenbildung vertreten. Und deswegen würde ich auch gerne die Frage an dich richten, Birgit, was können denn wirklich Erwachsenenbildnerinnen dann tun, um die Medienkompetenz von Erwachsenen, Lernenden zu fördern oder um sie dabei zu unterstützen? Also das eine ist einmal, dass man sozusagen eben immer diese Vorbildwirkung haben, ja. Und ich glaube, wir dürfen da in der Erwachsenenbildung gar nicht nur immer warten darauf, dass uns jemand in der politischen Bildung einen Großauftrag erteilt, um Medienkompetenz zu fördern oder dass uns die Lernenden oder Teilnehmenden die Tür einrennen und sagen, wir wollen jetzt kritische Medienkompetenz lernen, sondern wir müssen als Einzelne oder wir können als einzelne Erwachsenenbildnerinnen aktiv werden und wir tun das sowieso. Also unser Medienhandeln wird ja beobachtet. Ja. Wir haben ja ständig irgendwelche Materialien in Verwendung. Wir wählen Plattformen aus zum Beispiel. Das macht einen Unterschied, ob ich jetzt WhatsApp oder Signal auswähle, ja, oder ob ich jetzt sage, ja, ich möchte jetzt eigentlich auf Twitter oder im Fediverse diskutieren und warum. Es macht einen Unterschied, welche Tools ich auswähle. Ich werde dabei beobachtet und eigentlich sollte ich ja auch begründen, was ich tue. Und indem ich grundsätzlich begründe, was ich tue, hebe ich auch so, also ich bin ein Vorbild für Reflexivitätskultur, ja, und ein Vorbild dafür zu zeigen, dass es auf Perspektiven ankommt. Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwo eine Veranstaltung halte, einen Workshop halte, werde ich in der Regel am Anfang einmal meine Perspektive deklarieren. Ich tue das nicht nur, damit die Leute sehen, durch welche Perspektive nähere ich mir ein Thema oder durch welche Brille schaue ich auf ein Thema, sondern ich tue das auch, damit man sieht, naja, es macht einen Unterschied, durch welche Perspektive man sieht, durch welche Brille man schaut, aus welcher Perspektive, mit welchem Hintergrund man sich nähert, damit man einfach so ein Stück diese Kultur, Perspektiven zu hinterfragen einbringt in Veranstaltungen. Ja, also wenn ich jetzt davon ausgehe, in den meisten meiner Veranstaltungen, auch Lehrveranstaltungen, geht es nicht unmittelbar um Medienkompetenz. Trotzdem kann man Vorbild sein für eine gewisse Reflexionskultur, die gerade für die Medienkompetenz wichtig ist, indem ich sage, das ist die Perspektive, die ich selber einbringe. Ja. Ich habe dieses Lernmaterial gewählt, weil und so weiter. Und dieses Material habe ich nicht gewählt, weil, ja, also ich kann immer ein bisschen so laut mitreflektieren, wo kommt es her und wo führt das hin, was ich da gerade einbringe, als Lernmaterial zum Beispiel. Ja. Also ich kann halt grundsätzlich finde ich so wichtig, aber was du gesagt hast, André, wir werden grundsätzlich manipuliert. Ja? Es gibt grundsätzlich immer Interessen, die bei den Kanälen, den Medien, den Materialien, die wir verwenden, mitlaufen. Ja? Die zu benennen, ja? Oder absichtlich was anderes zu verwenden und das zu thematisieren, das bringe ich immer unter eigentlich als Erwachsenenbildner oder Erwachsenenbildnerin in jeder Lehreinheit, in jedem Workshop. Und das kann ich tun. Ja? Und dabei hebe ich schon mal so en passant, wenn man so will, so ein bisschen dieses Reflexionsniveau oder diese Pflege, die Reflexionskultur, ja. Niveau heben ist vielleicht ein bisschen überzeichneter Ausdruck, aber ich pflege diese Kultur. Ich habe mir zum Beispiel meine Lehrveranstaltungen immer angewöhnt, auf meine Folien zu schreiben, wo die Bilder herstammen. Die Studierenden sind jedes Mal wieder verblüfft, weil sie das nicht so gewöhnt sind, fragen immer nach und sage immer, ja, das mache ich deswegen und dieses Bild hätte ich auch nehmen können, habe ich aber nicht, weil. Kann man machen. Super, danke für die gute Ausführung, Birgit. Und weil du jetzt eben auch schon angesprochen hast, das Schlagwort, was vorhin schon gefallen ist, dass wir manipuliert werden, nämlich. Und wenn man jetzt bedenkt, was Herr Peißel und du, Birgit, gesagt haben, könnte man vor dem Hintergrund dann noch einmal genauer fragen und sagen, genauer hinschauen und sagen, was ist es eigentlich, was bei der Medienkompetenz wirklich vermittelt wird? Also André, vielleicht möchtest du die Frage beantworten, was ist sozusagen, was ist das, was Lernende
wenn es um Medienkompetenz geht, was sie lernen sollten. Was sozusagen macht Social Media im Kern aus? Wie funktioniert das? Ein Begriff, der da häufig fällt, ist zum Beispiel auch die Aufmerksamkeitsökonomie. Also vielleicht möchtest du einfach nochmal genauer erklären, wie funktionieren soziale Medien und was muss man dabei beachten, wenn man sozusagen die Medienkompetenz stärken möchte? Ja, das passt gerade sehr gut zusammen. Ich hatte heute Morgen mit der Ö1 noch ein ganz tolles Interview zum Thema Social Media und wie die sich gerade wandeln und in welche Richtung die gehen. Ursprünglich ging es ja wirklich ums Vernetzen und die Idee ist ja, die Social Media Betreiber haben, die Portale haben, dass wir alle so lang wie möglich da in diesen Portalen festhängen. Das ist ja das Ziel. Es geht hier nicht darum, dass wir als Gesellschaft vorangebracht werden sollen. Das ist eigentlich, ja, natürlich bringen Netzwerke das mit und das ist auch gut und schön, aber wir dürfen niemals vergessen, dass da jemand Geld verdienen will mit. Ja, die Dinger sind nicht aus Spaß zu unserer Belustigung da, sondern jemand möchte Geld verdienen. So, das bedeutet, wir sollen so lange und so intensiv wie möglich auf einer Plattform verweilen, dort auch interagieren und dort auch mit Themen konfrontiert werden, die uns dazu animieren, dass wir damit interagieren. Also im Grunde genommen ist das wie eine Art Brot und Spiele, was da abläuft. So, das Zweite ist, sie bringen immer mehr Möglichkeiten mit ein. Ursprünglich waren die Social Media Plattform, ja, da konnte man was schreiben, absenden und andere haben reagiert. Ich konnte vielleicht noch ein Foto hinzupacken und das war auch ganz nett. Dann gab es spezialisierte Plattformen wie Instagram, wo es hauptsächlich nur um Fotos ging. Später kam noch TikTok oder YouTube war ja auch schon ziemlich früh dabei. Das war primär Videos. So, und jetzt haben wir diese Entwicklung, dass immer mehr Funktionen zukommen. Das bedeutet, wir haben es an Twitter am besten damals gesehen, jetzt X, dass es anfangs nur ein Kurznachrichtendienst war, wo wirklich nur diese 140 Zeichen erlaubt waren. Bilder konnte man noch dazu packen, dann gingen noch Links. Irgendwann kamen dann 200 und ich glaube 80 oder sonst was Zeichen sind es mittlerweile. Wenn ich ein Abo habe, kann ich die sogar auch noch sprengen und noch mehr schreiben. Videos gehen mittlerweile, die Audioräume sind da. Also das bedeutet, es geht immer mehr und ich kann ja auf großen Social-Media-Plattformen mittlerweile auch einkaufen gehen. Das bedeutet, sie machen so viel Möglichkeiten, so viele Features werden eingebaut, dass Menschen einfach rund um die Uhr dort hängen können, etwas machen können. Und das macht Social Media auch aus. Es will uns binden, ganz klar. Und wir lassen uns natürlich auch binden. Das ist dieses tolle Beispiel des Urlaubs. Wenn wir in den Urlaub fahren, merken wir können das Smartphone mal zur Seite legen für ein paar Tage und posten auf einmal nicht rund um die Uhr und gucken mal nicht so oft auf WhatsApp, wer geschrieben hat und. Und wenn der Urlaub dann vorbei ist, sind wir ziemlich erholt und dann fangen wir aber wieder an, in die Hamsterrad zu steigen, weil Social Media uns auch abhängig machen. Abhängig davon, wir könnten ja was passieren oder irgendwas passiert da draußen, was wir dann halt nicht mitbekommen. Und das ist auch eine sehr interessante Geschichte letztendlich. Kurz noch was beispielsweise ich in meinen Kursen beibringe, auch an pädagogischen Hochschulen. Ich bringe eigentlich den Menschen nur bei, wie man Suchmaschinen nutzt. Suchmaschinen sind die modernen Bibliotheken in dem Sinne und ich muss verstehen, wie ich A, mit einer Maschine kommuniziere, ganz wichtig, und B, wie ich die Ergebnisse filtern und bewerten kann, die rauskommen. Und da spielt es keine Rolle, ob das eine Textsuchmaschine, eine Bildersuchmaschine ist, wie ich Videos suche. Mittlerweile ganz heiß dabei ist das sogenannte Geoguessing. Wie kann ich Bilder, die gemacht werden, verorten auf einer Landkarte, dass ich weiß, ob das stimmt, was ich da sehe. Und am Ende natürlich die Account-Verifikation, das Archivieren, das sind ganz wichtige Dinge. Und das sind die Basics. Und da kann ich dann aufbauen und weitergehen und sagen, okay, wie kann ich Fremdinhalte bewerten und so weiter. Super. Danke, André. Weil du eben erwähnt hast, jetzt auch die Abhängigkeit, die erzeugt wird, weil eben Unternehmen dahinter stecken, die ja natürlich Geld damit verdienen wollen. Ja. Würde gerne eben auch an die Teilnehmenden jetzt die Frage richten, wem war das? Und ich würde sie bitten, einfach sich per Reaktion zum Beispiel, da gibt es ja diese Emojis im Zoom-Raum, da könnten sie zum Beispiel den Daumen nach oben wählen. Die Frage ist eben, wem war das bisher so wirklich bewusst, dass Unternehmen dahinter stecken, die Geld verdienen möchten, aber auch, dass eine Abhängigkeit erzeugt wird von den Social-Media-Plattformen. Also wem war der Begriff Aufmerksamkeitsökonomie geläufig? Bitte einfach um eine kurze Reaktion, um ein kurzes Zeichen. Ich sehe schon einige Daumen nach oben. Ich sehe jetzt 18 Daumen und ein X. Also klar auch, dass das anscheinend nicht wirklich explizit so klar war. Genau, sehr gut, danke dafür. Es waren auf jeden Fall weniger, um einiges weniger als die Hälfte. Genau, also sind natürlich Formate, die über Medienkompetenz aufklären,
glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, super. Danke für die schöne Ausführung. Und wenn wir schon auch bei den Teilnehmenden sind und uns mit den Fragen beschäftigen, welche Auswirkungen nimmt Social Media auf Teilnehmende, in welcher Interaktion stehen Teilnehmende mit Social Media Plattformen, fällt mir natürlich auch der politische Prozess ein, der dahinter steckt, und die Demokratie. Und deswegen vielleicht an Sie, Herr Beißel, die Frage: Wie beeinflussen denn eigentlich Social Media Plattformen unsere Demokratie und unser Demokratieverständnis? Ja, ich glaube, das ist ganz sinnvoll, einen Blick sozusagen aufs Allgemeine zu nehmen. Die klassischen Massenmedien gelten ja als vierte Kraft im Staat, also neben Legislative, Exekutive und Judikatur. Sie sollten ja, sie haben in Wirklichkeit drei Funktionen. Sie sollen möglichst objektiv informieren. Sie sollen die Möglichkeit eröffnen, unterschiedliche Meinungen kennenzulernen, nämlich argumentativ und in der Darstellung verschiedener Meinungen. Und sie haben natürlich diese berühmte Kontrollfunktion, also Missstände aufzuzeigen. Das ist jetzt sozusagen die Rolle, die Medien bislang in der Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft zugekommen ist. Und man muss jetzt feststellen, die sind ökonomisch extrem unter Druck. Unter anderem durch die sogenannten Social Media. Ich vermeide das Wort soziale Medien, es ist nicht mehr sozial dort. Also der englische Fachbegriff sozusagen dient mir mit Würgen gerade dazu, den zu nennen. Und was schon vorher sozusagen angesprochen wurde, das Wesen ist ja ursprünglich ein anderes gewesen. Man hat in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts von Web 2.0 gesprochen. Das war das erste Mal, dass man sozusagen nicht nur über einen Webbrowser einen Inhalt ansehen konnte, sondern selbst was beitragen konnte. Damals war unter anderem die journalistische, aber auch die wissenschaftliche Diskussion, das hat ein unglaublich positives demokratiepolitisches Potenzial, weil alle können mitreden. Es wird sozusagen sowas geben wie in der klassischen griechischen Staatslehre, die Agora, der Festplatz, wo man sich trifft, wo man Meinungen austauscht. Das ging so weit, dass bei Homer eine Regierungsform ohne Agora oder das Fehlen der Agora als Rechtlosigkeit und Gesetzlosigkeit gegolten hat. Das heißt, das waren eigentlich die Ideen, die wir am Anfang von Web 2.0 hatten. Das hat sich dann schnell geändert, es ist kommerzialisiert worden. Es wurde wunderbar vom André vorher sozusagen erzählt, worum es in Wirklichkeit geht. Und ich würde sagen, es geht einerseits um diese Aufmerksamkeitsökonomie, es geht auch darum, sozusagen lang auf der Plattform zu bleiben, aber es geht auch darum, die lange auf der Plattform bleiben, kennenzulernen. Also Profilbildung, Segmentierung, wer ist das überhaupt, mit dem ich da, der da mit mir als Plattform interagiert. Und das führt natürlich dazu, dass ich dann meine Zielgruppe genauer kenne und dann unterschiedliche, und jetzt kommen wir zum demokratiepolitischen sozusagen Fail, den wir erleben. Es ist nicht mehr das Potenzial positiver Meinungsaustausch, sondern ist jetzt die demokratiegefährdende Gefahr, die von Social Media ausgeht, weil wir ja gelernt haben, also Beispiele Wahl Trump, Beispiel Brexit, Stichwort Cambridge Analytica, ein Fall, wo also klar nachgewiesen wurde, dass man Nutzer und Nutzerinnen von solchen Plattformen nach ihren Präferenzen eingeteilt hat und dann, und das ist jetzt der Punkt, unterschiedliche Nachrichten oder unterschiedliche Sichtbarkeit von Nachrichten dargestellt hat. Und das sind die berühmten Algorithmen im Hintergrund, sodass ich als Einzelner gar nicht mehr weiß, sehe ich das, was alle sehen, oder sehe ich das, was jemand glaubt, eine Maschine oder ein Besitzer einer Maschine, was ich sehen soll. Und damit verschiebt sich natürlich der demokratische Diskurs, weil wenn ich nicht mehr auf der gleichen Informationsbasis agieren kann, wie zum Beispiel bei vier Tageszeitungen, sondern ein Medium habe oder zwei Medien und die noch dazu mich als Walter Peißel mit dem und dem Profil erkennen und mir spezifische Nachrichten senden, dann verschiebt sich der demokratiepolitische Diskurs und dann haben wir ein Problem in der demokratischen Gestaltung unserer Politiken. Verstehe. Danke, Herr Beißel. Ja.
Mich bringt das auch auf eine ganz konkrete Frage an den André. Ich habe da mal gelesen, ich glaube, du hast vom Elon Musk Umfrage auf Twitter gegeben bezüglich rechtlicher Konsequenzen für Donald Trump. Und ich glaube, mir ist der Kontext jetzt, ich habe ihn nicht mehr ganz am Schirm, aber ich weiß noch, du hast diese Umfrage dann auch über deinen Twitter-Account geteilt und ich glaube, da ist es zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Ja. Vielleicht möchtest du das einfach näher ausführen und auch noch einmal kurz den Kontext erläutern. Ja, Elon Musk ist eh gerade der Name, der mir durch den Kopf geschossen ist. Zwar jetzt wegen was Aktuellerem, aber das spielt gar keine Rolle, weil es damit zusammenhängt. Daran konnte man schön erkennen, wie sich Bubbles bilden, ja, diese kleinen Blasen bilden. Die sind jetzt nicht so stark, wie man häufig meinen kann, aber sie sind da. Also sprich, Elon Musk hat völlig andere Anhängerschaft als ich gehabt. Das bedeutet, die Beantwortung der Frage, wie er das hatte, war komplett anders als die Beantwortung meiner Frage, wie ich sie gepostet habe, obwohl es die idente Frage war. Das bedeutet auch einfach, die Gruppe, die jemand einer Person folgt, die kann, je nachdem, welcher Person sie folgt, völlig unterschiedlich ausfallen. Und jetzt kommt das große Problem, was ich gerade auch bei X, also Twitter, habe. Elon Musk hat ganz offen letzte Woche AfD-Inhalte beworben. Ja, ganz klar hat er dazu aufgerufen, in Deutschland die AfD zu wählen. Und jetzt sehen wir ein großes Problem in der Geschichte, wenn wirklich Menschen mit so einer Macht, die auch so eine Plattform haben, die so eine Plattform betreiben, politisch Einfluss nehmen. Das war ja auch das große Ziel, was Donald Trump haben wollte. Er wollte ja seine eigene Plattform aufbauen, hat er ja auch, aber das ist ja kläglich zum Glück irgendwie gescheitert und gar nicht groß weitergekommen. Aber das ist ja das, da haben wir diese massive politische Manipulation dann auch letztendlich. Und Elon Musk ist jetzt nicht irgendwer. Der Mann ist stinkreich, der hat seine eigene Social-Media-Plattform, die noch gut läuft, muss man dazu sagen, wo wir als Teilnehmende natürlich im Moment auch selber dran schuld sind. Wir nehmen ja weiterhin teil, anstatt zu gehen. Aber er ist damit erfolgreich. Und da kann man halt genau sehen, er kann Einfluss nehmen. Das ist dieses Influencer-Ding, das ist gar nicht so unwichtig auf Social Media. Danke, André. Genau. Vielleicht da an dieser Stelle kurz das Stichwort. Es gibt ja auch dezentrale Plattformen, einfach nur um das einmal in den Raum zu werfen und kurz zu erwähnen, weil du gemeint hast, André, weil wir sind ja gewissermaßen auch selbstverantwortlich, weil wir ja zum Beispiel nicht von der Plattform gehen. Gibt es über Mastodon zum Beispiel, wem das vielleicht noch nicht geläufig ist, kann das gerne mal googeln, dezentrale Plattformen sozusagen. Genau. Muss ich was zu sagen? Ich muss... Auch darf man darüber diskutieren. Ich finde, Mastodon ist auch kläglich gescheitert, wegen der schlechten Anwendbarkeit. Das User-Interface, das funktioniert nicht so gut. Wenn ich beispielsweise auf Twitter immer war und komme dann zu Mastodon, ist das zu komplex einfach. Dann dieses dezentrale Serversystem. Ich wette, das ist nicht böse gemeint, dass 80%, die hier mitmachen, nicht wissen, was das bedeutet, dezentrales Serversystem. Wie melde ich mich da jetzt an? Welchen Server muss ich auswählen? Und warum kann ich dann nicht mit allen kommunizieren wie sonst? Und warum sieht das so kompliziert aus? Und das ist etwas, warum es nicht funktioniert. Ich setze da im Moment eher auf Blue Sky als Nachfolgeplattform, die tatsächlich diese einfache Anwendbarkeit weiterführen und die auch wirklich ganz einfach zu bedienen sind. Social Media bedeutet auch, ich überfördere die andere Person nicht, sondern sie muss einfach teilnehmen können. Danke, super. Ja. Bitte, Herr Beißel. Ja, ich möchte das Forum nutzen, bitte nicht zu googeln, sondern zum Beispiel Startpage zu verwenden, weil Google ist genau das, was ich vorher beschrieben habe. Google hat ein Profil von Ihnen. Google weiß von Ihnen, was Sie am 22. März 2019 gefragt haben und was Sie seither interessiert. Und deswegen kriegen Sie eine bestimmte Art von Antwort und eine bestimmte Art von Reihenfolge von Antwort. Wenn Sie über Startpage gehen, dann geht das über einen holländischen Server, der kein Profil hat. Ihr Profil wird nicht dargestellt und Sie kriegen eine möglichst Ihrer Frage entsprechende Antwort, die dem, sage ich jetzt mal, deutschsprachigen Gesamtinternet oder wenn Sie eine englische Frage, auch dem Gesamtinternet, wobei das natürlich relativ ist, aber bitte darum, gerade auch im Kontext Erwachsenenbildung, das Googlen wegzulassen und einfach zu sagen, die Suchmaschine Startpage zu verwenden. Das ist kommunikativ total schwer, ich weiß, aber es ist so wichtig, weil das ist das Ursprungsproblem, das wir haben, weil Google weiß das meiste von uns, mehr als sie von sich selbst wissen. Danke, Herr Beißel. Genau.
Gibt es an dieser Stelle vielleicht aus dem Publikum, ich frage jetzt einmal die Teilnehmenden, um einfach einmal kurz einen Stopp zu machen sozusagen und die Teilnehmenden zu Wort kommen lassen, wenn sie das möchten. Im Chat, ich schaue, ich habe den Chat auch ein bisschen im Blick. Bisher habe ich noch nichts gefunden dazu. Also hat sich noch niemand gemeldet. Gibt es vielleicht irgendeine Frage oder möchten Sie bei irgendeinem Thema einhaken? Bei irgendeinem Stichwort vielleicht, das jetzt gefallen ist, oder gibt es wirklich eine konkrete Frage? Es wäre natürlich jetzt eine Gelegenheit dazu. Sonst habe natürlich ich noch genug Fragen vorbereitet und würde einfach inhaltlich weitergehen sozusagen. Und ich würde da gern inhaltlich noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Und weil Herr Beißel jetzt auch erwähnt hat, dass sozusagen diese Suchmaschinen ja dann anhand des Profils, das sie von einer Person angelegt haben, bestimmtes Bild davon haben und deswegen Benutzerinnen bestimmte Inhalte vorgegeben kriegen und andere sozusagen völlig ausgeblendet werden. Und wenn man diesen Effekt, nenne ich es jetzt einmal, wirklich ummünzt auf einzelne Personen, auf Individuen, dann hängt das, das ist zwar sozusagen ein eigenes Thema, aber quasi man könnte da einen Schwenk machen, weil es um denselben Effekt in gewisser Weise geht, kommt man zum Bestätigungsfehler, dem sogenannten Confirmation Bias. André, du hast das einmal sehr schön erklärt in einer Veranstaltung. Dürfte ich dich kurz bitten, den Bestätigungsfehler, dem wir alle unterliegen, sozusagen, den kurz zu erklären und kurz zu erläutern, worum es dabei überhaupt geht? Das Schöne ist, der lässt sich wirklich ganz einfach erklären, da die deutsche Übersetzung schon sehr viel aussagt. Dieser Bestätigungsfehler lautet, dass ich grundsätzlich nur das glaube, von dem ich schon überzeugt bin, dass es so ist. Das bedeutet, ich suche auch die Informationen selektiv im Netz. Ich suche nach den Informationen, die meinen Bestätigungen entsprechen. Ich baue also nicht mehr meine Meinung anhand der Informationen auf, sondern ich suche die Informationen anhand meiner Meinung. Und das ist das Problem beim Bestätigungsfehler. Und deswegen muss man da auch so ein bisschen selbstreflektiv arbeiten. Ich muss halt erstmal schauen, wovon bin ich eigentlich überzeugt? Wie neutral kann ich an eine Information herangehen? Und was möchte ich überhaupt wissen? Möchte ich wirklich Informationen haben und mir meine Meinung dann bilden? Oder versuche ich nur irgendjemand zu überzeugen und suche mir gerade da etwas heraus, was meiner Überzeugung stimmt, um das wieder weiterzureichen. Also der Bestätigungsfehler selbst, den begehen wir grundsätzlich alle in irgendeiner Form. Die Frage ist nur, wie stark ausgeprägt ist er und wie gut habe ich den im Griff letztendlich auch. Danke, danke dafür. Vielleicht da kurz eine Abstimmung im Publikum. Wem war der Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler? Wem war dieser Effekt überhaupt bewusst? Vielleicht ein kurzes Handzeichen über die Emoji-Funktion. Würde mich interessieren. Ich sehe da drei Handzeichen, vier, sechs, zehn, die den Daumen nach oben gehen. Also man hat es schon gehört. Ein X sozusagen. Es wurde auch. Ist auch nicht so ganz klar. Und noch ein Häkchen, also circa 15 Teilnehmende, die sich jetzt per Emoji gemeldet haben, dass ihnen der Confirmation Bias bekannt war. Und wir sind jetzt 58 Teilnehmende. Es gibt da zwei, drei, vier klare Nein, dass das völlig unbekannt war, sozusagen. Genau, im Chat auch noch einmal die Emojis. Genau. Es ist interessant, ja. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Und wenn man jetzt auch noch einmal die Thematik Politik aufgreift, Demokratieverständnis und so weiter und das versucht zu verbinden und dann Stichwort Verantwortung haben wir halt auch schon gehabt, würde ich von Ihnen, liebe Teilnehmenden, auch gern wissen, wer aus Ihrer Sicht denn eigentlich die Hauptverantwortung trägt. Wir haben dazu auch eine Umfrage vorbereitet und ich gebe dir mal frei. Eines noch kurz vorweg, bei dieser Frage geht es jetzt wirklich so um die Hauptverantwortung. Sie haben also die Möglichkeit, es gibt nur eine Einzelwahl, Sie haben nur die Möglichkeit, eine Option auszuwählen. Und natürlich, uns ist sehr wohl klar, dass darüber kann man, lässt sich natürlich diskutieren, die Verantwortung aufgeteilt auf mehrere Instanzen oder Akteurinnen gelegt werden kann und Individuen genauso auch verantwortlich sein können, wie zum Beispiel der Staat. Genau. Aber wir wollen sozusagen einfach nur mal grob die Hauptverantwortlichen irgendwie versuchen zu eruieren aus ihrer Sicht. Und jetzt gebe ich einfach einmal die Umfrage dazu frei.
Und zwar, Sie sehen jetzt die Umfrage eingeblendet und bitte Sie einfach mal kurz abzustimmen. Was glauben Sie, ist vieles zum Beispiel auch technologieimmanent, was sich vielleicht gar nicht ändern lässt, weil es die Technologie so voraussetzt? Oder liegt es wirklich in der Verantwortung der einzelnen Individuen, der einzelnen Personen, medienkompetent zu handeln? Oder sehen Sie die Hauptverantwortung auch zum Beispiel beim Staat, dass es über die Regierung Governance gibt, dass es Regelungen klar eingeführt werden, die sozusagen, wie wir mit Digitalität als Gesellschaft und mit neuen Technologien umgehen? Genau. Und ich lasse die Umfrage jetzt noch kurz eingeblendet, die Abstimmung. Ich sehe, da bewegt sich noch einiges und Sie stimmen noch ab. Genau. Und ich sehe, jetzt haben 100% von Ihnen abgestimmt. Vielen Dank. Ich beende die Umfrage und gebe Ihnen die Ergebnisse gleich einmal frei. Und man sieht eben, 55% sehen wirklich die Hauptverantwortung bei den individuellen Personen, aber auch 29% beim Staat durch Regelung und 16% sind auch der Meinung, dass es technologieimmanente Voraussetzungen sozusagen gibt oder dass gewisse Dinge einfach der Technologie eingeschrieben sind. Die Umfrage, genau, ist ein sehr interessantes Umfrageergebnis und vielleicht darf ich das aufgreifen und gleich an Sie, Herr Beißel, weiterleiten sozusagen. Was glauben Sie eigentlich? Gibt es sowas wie Technologieimmanenz? Wo sehen Sie eigentlich die Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit Digitalität in der Gesellschaft, Medienkompetenz? Ja, es ist ein sehr spannendes Ergebnis. Vor allem 16% für die Technologie ist interessant niedrig. Wir sollten uns alle immer klar sein, Technik wird von Menschen gemacht und Menschen sind interessengeleitet. Deswegen kann ich immer auch eine andere Technologie, eine Alternative entwickeln. Aber zur Verantwortung allgemein. Es geht ja darum, wer trägt für sein Tun oder für sein Unterlassen Verantwortung? Und das ist natürlich auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Handlungsspielräumen ausgestattet. Das heißt, nicht jeder hat den gleichen Grad von Verantwortung, weil er auch nicht den gleichen Gestaltungsspielraum hat. Das heißt, natürlich könnten innovative Firmen ein System, eine Plattform, einen Service programmieren, wo sie als wesentlichen Faktor der Funktionalität, neben der Funktionalität, die zum Beispiel Datenschutzfreundlichkeit oder die Datenminimierung mitdenken und einbauen. Ich kann aber auch das gleiche System von der Funktionalität her so bauen, dass ich die sogenannte Nebenwirkung des Profilerstellens und des Datensammelns in Kauf nehme oder sogar bewusst einbaue. Das heißt, man sieht schon, bei der Gestaltung von Technologie habe ich eine unglaublich hohe Verantwortung und eine hohe Gestaltungsfreiheit. Der Staat wiederum auf unterschiedlichen Ebenen, also internationale Organisationen bis runter sozusagen zu den Nutzern in der öffentlichen Verwaltung zum Beispiel, hat natürlich im Zuge der Verantwortung für Wohlergehen und Sicherheit der Bürger dafür zu sorgen, dass unerwünschte Wirkungen, zum Beispiel solche, die Grundrechten widersprechen, wie dem Grundrecht auf Privatsphäre, eingehalten werden. Das heißt, es gibt natürlich einen Auftrag, regulierend einzugreifen, wenn die Wirtschaft, wenn die Technologieentwicklung nicht entsprechende Produkte auf den Markt bringt. Und 55% der Teilnehmenden haben gemeint, der oder die Einzelne trägt Verantwortung. Das stimmt schon für eine Situation, wie wir sie haben, wie eine Ist-Situation, wo ich mir schwer tue, Alternativen zu suchen. Dann muss ich natürlich am Ende der Pipeline, sozusagen End of Pipe, muss ich dann Verantwortung tragen, möglichst datensparsam oder zumindest nicht schädigend für andere oder für mich umzugehen. Aber das End of Pipe ist auch in anderen Kontexten, Umweltwirkungen, Klima, die schlechteste Variante. Das heißt, wir sollten darauf schauen, dass wir es schaffen. Wir leben eben nicht in einer idealen Situation, wo zum Beispiel eine innovative Firma erkennt, dass sie, wenn sie datenschutzfreundlich oder datenminimierend programmiert, einen Qualitätsvorsprung hat und damit auch wirtschaftlichen Erfolg haben kann. Wir leben nicht in einer idealen Welt, wo
und die Alternativen sozusagen aufgrund der Netzwerkeffekte und der großen vorherrschenden Plattformen bereits viele Wege zumindest schwierig gemacht werden, wenn auch nicht versperrt werden. Vielleicht ein Beispiel, das es greifbar macht. Wir haben eine Regulierung, dass mittlerweile die berühmten Cookies, das sind diese kleinen Textbausteine, die auf unseren Computern abgelegt werden, damit uns eine Website oder ein Server, den wir anspeichern, wiedererkennt. Das wäre ja noch nicht das Problem, wenn uns dieser eine Server wiedererkennt, aber dieses Cookie wird ja sozusagen von Hunderten, von Tausenden Webseiten verwendet, und zwar das gleiche, weil sie zum gleichen Werbering gehören. Das heißt, wenn Sie bei einem Website zustimmen und das bei einer anderen auch machen, dann geben Sie aus zwei Richtungen Daten von sich preis und fördern so Ihre eigene Profilbildung. Das heißt, wir könnten jetzt die Regulierung so verändern, also wir könnten Firmen haben, die sagen, wir verwenden keine Cookies, wir machen das wirklich nur, damit ich erkenne, was im Warenkorb drinnen ist und dass dann die richtige Rechnung ausgestellt wird und dann lösche ich sie wieder. Das ist sozusagen der Traum. Wir könnten eine Regulierung aber haben, die dazu führt, dass die Default-Einstellung, also das, was wir jetzt sehen, die ist, dass die Cookies ausgeschalten sind. Und wenn ich einen ökonomischen Vorteil habe, wenn mir ein anderer Vorteil gewährt wird, dann kann ich zustimmen, eine bestimmte Art von Daten von mir freizugeben. Das wäre eine Idee. Jetzt haben wir aber das Problem, Sie wissen das alle, blau unterlegt, rot leuchtend, grün blinkend ist immer, alle Cookies akzeptieren. Und wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich jenseits der 90% von uns allen drücken zuerst auf alles akzeptieren, weil wir schneller und problemloser glauben, zu diesen Informationen, die wir von dieser Website haben wollen, zu kommen. Das heißt, Geschwindigkeit, Bequemlichkeit ist das, was uns sozusagen vorgegaukelt wird und womit uns ein Grundrecht weitgehend abgekauft wird. Das heißt, Verantwortung ist verteilt und wir müssen darauf schauen, dass wir zwar keine ideale Welt, aber eine bessere bekommen und damit Druck auf Unternehmen wie auf Politik ausüben. Und das liegt sozusagen dann trotzdem bei uns und bei dazwischen geschalteten Organisationen. Super, danke. Das passt da sehr gut. Da würde ich, fällt mir natürlich jetzt die Erwachsenenbildung ein und ich würde gerne die Birgit fragen, anhand von dem, quasi in dem Kontext, was der Herr Beisel jetzt erläutert hat, was kann da konkret die Erwachsenenbildung tun? Wo siehst du die Rolle der Erwachsenenbildung in dieser Aufgabe? Was sind sozusagen die Aufgaben? Danke. Es ist so viel genannt worden jetzt, gell? Also wir haben jetzt ja so einen breiten Fächer und einen sehr breit gefächerten Blick auf Medienkompetenz geworfen. Also wir haben gesagt, es gehört dazu, dass man mit den Social Media umgehen kann, dass man sich der Manipulation irgendwie verweigert, dass man die Manipulation erkennt, dass man sozusagen Suchmaschinen richtig nutzt und. Ja. Dann ist noch die Frage gewesen, wer ist denn überhaupt zuständig? Ja? Muss das bei Design in der Technologie verankert werden? Sind Regierungen für Regulierungen zuständig und so weiter? Also da liegt, sagen wir, eine Palette von möglichen Aufgaben für die Erwachsenenbildung am Tisch. Wenn wir jetzt sagen, okay, das müssen alle Menschen kennen und wissen, ja, also alle Menschen müssen wissen, was ist im Grunde ein Confirmation Bias? Sie müssen es nicht so benennen können, aber sie müssen wissen, dass es das gibt. Und was ist das Buhlen um Aufmerksamkeit in den sozialen Medien? Sie müssen alle wissen, dass es das gibt. Im Grunde müssen das alle wissen, auch alle ausgewachsenen Menschen, Erwachsene, die das nicht sozusagen mitgekriegt haben und auch Junge, die das nicht mitkriegen, könnte man sagen, ist alles Aufgabe für die Erwachsenenbildung. Jetzt ist natürlich so eine klassische Situation, nicht? Also die Erwachsenenbildung ist so die große Reparaturwerkstatt in unserer Gesellschaft, die große unterbezahlte Reparaturwerkstatt, die halt immer ganz wenig Mittel hat, der also sozusagen viel in vielen Sonntagsreden vorkommt, aber eben meistens nicht sozusagen die Ausstattung dafür hat, sozusagen das alles umzusetzen. Also nur weil jetzt viele Menschen, erwachsene Menschen, ganz dringend Dinge lernen müssen, die sind auch wirklich alle wichtig, heißt es noch nicht, dass wir da einen Auftrag haben dafür und dass uns den jemand erteilt und dass wir die Mittel dafür bekommen. Ja. Ob das so ist, ist letztlich eine politische Frage. Ja. Die politische Frage ist, was ist uns kritische Medienkompetenz wert? Was ist uns überhaupt kritisches Denken in unserer Gesellschaft wert? Was ist uns diese, wie soll ich sagen, diese gedankliche Emanzipation von der Manipulation wert? Und da muss man natürlich schon sagen, auf der einen Seite stehen Marktmechanismen, auf der anderen Seite steht ein Staat, der mehr oder weniger in der einen oder anderen Form kritisches Denken
als Bildungsinhalt finanziert. Aber Achtung, kritisch denkende Menschen richten sich dann auch manchmal kritisch gegen Systeme, Klammer zu. Also vielleicht, die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Dinge wie kritisches Denken jetzt nicht so luxuriös finanziert werden. Also das ist, diesen großen Auftrag würde man da nicht erwarten. Ja. Also der wird jetzt nicht, glaube ich, wird uns jetzt nicht so erteilt werden, obwohl die Handlungsaufgaben, also das, die Notwendigkeit würde ich sehen. Und da ist auch wieder die Frage, was ist Bedarf und was ist Bedürfnis? Wir sehen einen Bedarf. Ja, ich sehe jetzt auch ganz starken Bedarf infolge von KI, wirklich auch aufzuklären und zu schulen und zu unterstützen und ja, jetzt wirklich so auf dieser praktischen Ebene von Wissen in die Breite bringen, aktiv zu werden. Aber auch da ist die Frage nicht nur, was wird gefördert, was nicht, sondern auch, was ist Bedarf, was ist Bedürfnis? Ja, wie viele Menschen kommen jetzt und sagen, bitte, ich will genau wissen, wie funktioniert denn jetzt ChatGPT, was ist der Unterschied zu einer Suchmaschine? Viele sehen, stehen unter Druck beruflich und wollen einfach schnell was produzieren, ja, und ich will es einfach verwenden und vielleicht gar nicht bis ins letzte Detail wissen, wie funktioniert das, obwohl das so wichtig wäre, ja. Also auch bei der Nachfrage habe ich so meine Zweifel, ja. Also, ob auch die Nachfrage so hoch ist nach kritischer Medienkompetenz, wie der Bedarf, den wir vielleicht diagnostizieren oder wahrnehmen. Da kann man dann nur sagen, es ist vielleicht eine Frage des Marketing oder der Verpackung. Ja? Also ich darf vielleicht nicht kritische Medienkompetenz dazu sagen, sondern ich kann vielleicht von Souveränität reden und von Freiheit reden oder vielleicht von Orientierungswissen, ja, also so ein Stück. Oder von Bewältigung des Wandels. Also das sind vielleicht Begriffe, die sich leichter in Form von Bildungsveranstaltungen verkaufen lassen als kritisches Denken. Weil ich habe das so vor kurzem eben mit Dennis Walter vom Bundesinstitut für Erwachsenenbildung diskutiert. Der hat also gemeint, wer lässt sich schon gern sagen, dass er nicht kritisch genug denkt und muss jetzt deswegen in eine Weiterbildung gehen. Also das, da geht man nicht hin. Ja. Also wenn du mich nach der Aufgabe der Erwachsenenbildung fragst, muss ich sagen, als Erwachsenenbildnerin sehe ich ganz viel sinnvolle Betätigungsfelder, würde sehr viel Aufgabe sehen, viel Bedarf sehen, aber ich bin skeptisch bezüglich des Bedürfnisses und bezüglich des bezahlten Auftrags diesbezüglich. Ja. Genau. Also ja, mich würde ja interessieren, wie ihr das auch seht, also André und Walter und wie auch unsere Teilnehmenden sehen, also so diese Aufgabe, was ist die Aufgabe der Erwachsenenbildung in puncto kritische Medienkompetenz, ja? Vielleicht können wir das eh wirklich einmal, also ich würde wirklich um ein paar Statements dazu im Chat bitten. Genau. Und Sie dürfen sich auch sonst gerne einfach melden, vielleicht ein Praxisbeispiel nennen. Wir haben ja sehr viele Erwachsenenbildnerinnen unter uns. Vielleicht gibt es da ein Beispiel oder zum Beispiel, vielleicht haben Sie selbst Erfahrungen gemacht, wie es mit Bedarf und Bedürfnis, was du jetzt, Birgit, angesprochen hast, welche Erfahrungen Sie da gemacht haben. Gibt es eine Nachfrage bezüglich Medienkompetenz in eigenen Programmen? Oder sehen Sie quasi eher einfach das Bedürfnis sehr stark, aber eben den Bedarf, die Nachfrage weniger? Genau, die Katja hat gerade sich im Chat gemeldet mit gut zusammengefasst unterbezahlte Reparaturwerkstatt. Genau, ist natürlich auch oft ein Thema, ja. Genau. Also vielleicht gibt es irgendwie auch ihrerseits einen Erfahrungsbericht oder so bezüglich Bedarf, Bedürfnis oder auch bezüglich der Rollen und Aufgaben der Erwachsenenbildung. Ja, mir geht es nämlich schon so. Ich habe das Gefühl, wir stehen vor einer riesigen Veränderung, die einen ganz großflächigen Kompetenzzuwachs bräuchte, der in zwei Richtungen geht. Ne? Die eine Richtung ist Handlungskompetenz, ja, Anwendung, ja, wie gehe ich mit dem Alten richtig um. Und die andere ist reflexive Kompetenz. Ja? Ich muss über das alles vernünftig und gut nachdenken, ja, und ich muss verstehen, wie funktionieren die Dinge. Funktionswissen, das ist schon so das Dritte. Ich komme wieder mit meinem geliebten Dachstuhl-Dreieck. Ja? Die Dachstuhl-Erklärung, die schon einmal, schon 2016, ja, wo schon postuliert worden ist, ich muss wissen, wie die Dinge funktionieren,
Ich muss wissen, wie ich sie gut anwenden kann. Das hängt miteinander zusammen. Aber ich brauche diese reflexive Kompetenz, ja. Genau. Und Nicola schreibt, ich halte es für fatal, diese Verantwortung an die Erwachsenenbildung abzugeben, auch noch, ja. Tut eh niemand so richtig, ne? Ich springe nur an drauf als Erwachsenenbildnerin, dass ich mir denke, mein Gott, da wäre so viel zu tun. Niederschwelliges Angebot in vielen Ebenen, ja, genau. Genau. Ich springe mal damit rein, denn jetzt kommen ganz tolle Sachen damit. Das ist ja das große Problem, was ich auch immer sehe und was ich auch immer sage. Wenn ich an Schulen gehe, habe ich es einfach. Ich mache die Tür zu, habe einen Klassenraum, da sitzen 30 Schülerinnen und Schüler und die können nicht weglaufen. Ja, die müssen das mitmachen, was ihnen gezeigt wird und fertig. Erwachsenenbildung beruht auf Freiwilligkeit. Und das ist ein riesengroßes Problem. Ich kann diese Menschen nicht in einen Raum sperren und sagen, so, ihr müsst jetzt hier 3 Stunden sitzen bleiben und wir gehen einmal hier alles durch, was ihr im Netz falsch machen könnt und was euch da begegnen wird und so weiter. Das funktioniert leider nicht. Und jetzt kommt dieser Punkt mit dem niederschwelligen Angebot. Das ist tatsächlich auch mein Ansatz. Ich muss versuchen, die Inhalte so attraktiv wie möglich zu gestalten, auch von mir aus als Unterhaltung, von mir aus. Wir haben diese Idee damals 2019 zum ersten Mal umgesetzt. Es gibt ja diese Sendung Fakt oder Fake auf ORF. Da war ich damals mit bei dem Konzept, beim Entwerfen und alles Mögliche. Wir haben gesagt, wir müssen irgendwie ganz billig das verkaufen, damit viele zuhören. Ja, es ist natürlich viel Populärwissenschaftliches dabei, aber es wird halt am Ende auch was erklärt. Und wenn die Leute dann rausgehen und sagen, hey, jetzt weiß ich, warum ein Heliumballon, wenn ich die Luft einatme, warum da meine Stimme sich verändert, weil ich habe es einmal von jemandem erklärt bekommen und freiwillig zugehört, hat das einen großen Effekt, als wenn ich irgendwas aufzwingen muss an Wissen. Und dementsprechend habe ich beispielsweise mein eigenes Programm auch ein bisschen gewandelt. Es gibt ja Workshops, es gibt ja Vorträge, aber es gibt auch einen Unterhaltungsvortrag, ja, der komplett auf, ja, das ist eine Art Stand-up Vortrag und damit stehe ich dann auf Bühnen abends und dann kommen die Leute freiwillig und hören dann einfach mal zu. Und wenn sie rausgehen, hoffe ich, sie haben es mitgenommen. Und das ist dieses Niederschwellige, was ich sehe. Das ist bei Erwachsenen wichtig einfach. Bei Kindern und Jugendlichen in der Schule, ja, sie sind halt da, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber bei Erwachsenen, die müssen wir heranholen. Das ist wie jetzt gerade. Wir hätten auch 150 Leute haben können, vielleicht je nachdem. Genau, danke Andrea. Ich sehe ja im Chat gerade, die Kommentare passen auch sehr gut dazu. Der Herr Heinrich Schwendener hat eben auch das aufgegriffen und stimmt dem quasi zu mit dem Statement Common Sense is not so common. Oft, also es ist halt wirklich schwierig oft, was du jetzt gesagt hast, André, die Erwachsenen dafür zu begeistern sozusagen und auch, dass sie sich selbst eingestehen, offen zu bleiben für das Thema und sich dann auch dafür begeistern und entsprechende Angebote dann auch nutzen und nachfragen. Genau. Andere Teilnehmerin, die Karin Schindler, hat eben zum Beispiel auch Veranstaltungen, nimmt Bezug auf Veranstaltungen, die sehr gut funktionieren und eben die nachgefragt werden, auch eben mit Bezug auf die Medienkompetenz von Kindern, dass Eltern eben auch die Medienkompetenz der Kinder zum Beispiel begleiten wollen sozusagen oder fördern möchten. Genau, jetzt tut sich ein bisschen was im Chat. Genau, und jetzt sehe ich auch genau noch eine neue Meldung. Konsumentinnen-Schulung, danke Wilfried, ja, ein Unternehmen hat mich umfassend und perfekt aufbereitet informiert, wie ich erkenne, wann nicht sie es sind, die mir schreiben und mich zum Handeln auffordern, sehe ich jetzt immer öfter, verfängt natürlich, weil man nicht in den Fall von Phishing oder Ähnliches tappen möchte. Auch ein sehr guter Punkt, genau. Wow. Wir haben ein riesen Verkaufsproblem sozusagen, ja. Kollegen von mir arbeiten ja auch seit vielen Jahren im Bereich Biotechnologie, da gibt es ein Gentechnikgesetz, da gibt es eine große sozusagen Aversion in Österreich, die Matschtomate mag keiner, ja. Wenn ich daherkomme und erzähle, naja, es ist nicht wurscht, wie viel Werbung du kriegst und welche Art von Werbung du kriegst und wie du sozusagen über dein Profil ausgebeutet wirst oder auch motiviert, bestimmte Dinge zu denken oder so, dann sind es ganz immaterielle Dinge, die sich nicht sofort realisieren. Und das ist, glaube ich, das Schwierige daran. Deswegen finde ich das so wichtig vom André, was er gesagt hat. Man muss es versuchen, auf den Punkt, auf die Erde zu kriegen, was ist mir heute passiert und warum ist es mir heute passiert, weil dann wird sozusagen deutlicher.
Und das ist natürlich ein extrem schwieriger Vermittlungsschritt bei sowas Immateriellen und auch langfristig Wirkenden, weil sie werden vielleicht nicht die Wochen, aber erst in 5 Jahren einen Kredit für eine Eigentumswohnung brauchen. Und der wird ihnen dann trotzdem auf den Kopf fallen, wenn sie auf der falschen Straßenseite ihrer Adresse wohnen, weil dort wohnen nur Leute, die kein Geld haben. Also dieses Social Sorting, das passiert, das ist ein theoretisches Konstrukt, das aber in der Realität herrscht, das aber keiner spürt, wenn er es nicht ganz konkret spürt. Ich kriege die Kreditkarte nicht, weil ich die falsche Adresse habe, ich kriege den Kredit nicht. Und ich weiß ja oft nicht einmal selber, dass ich mehr zahle, weil ich eine bestimmte Art von Hardware verwende, weil ich ja nicht vergleichen kann. Kommt ja noch dazu. Ja? Wenn ich an einem Geschäft vorbeigehe und da steht, Sie als Akademiker zahlen 20% mehr, dann kann ich dort reingehen oder nicht. Aber das sagt mir im Netz niemand, dass ich als Apple-User oder iPhone-User mehr zahle als jemand mit einem Android-Handy. Und das Spannende ist, ich war mal in so einer ähnlichen Setting, nur halt sozusagen vor der Pandemie, wir haben uns alle gesehen und sind im gleichen Raum gesessen, mit einem IBM-Manager, also hochrangiger Programmierer, der draufgekommen ist, dass wenn er dreimal hintereinander bei der ÖBB nachschaut, wie viel die Karten nach St. Anton kosten, weil er mit seinem Sohn Skifahren gehen wollte, plötzlich teurer geworden sind. Und dann hat er gesagt, das System habe ich selbst programmiert. Also das war so ein... Das heißt, man kann auch, das, was ich vorher gemeint habe mit den Unternehmern, nicht den einzelnen Entwicklern sozusagen Schuld geben, sondern es ist schon auch ein strukturelles Problem, nach welchen Vorgaben werden Systeme sozusagen gebaut. Programmierbibliotheken sind ganz leicht, sozusagen Teile herauszunehmen und so eine neue App zu bauen. Nur wenn ich das so mache, kaufe ich alles mit, was die Bibliotheken zur Verfügung stellen, auch haben wollen. Das heißt, es ist einfacher, Profilbildung zu machen und als anders zu denken. Birgit, ich glaube, du wolltest dich gerade zum Wort melden. Du hast gezeigt. Na, ich finde es so schön, was wir jetzt da im Austausch aus Chat und euren Reaktionen, André und Walter, zusammenbringen. Nicht? Weil da entstehen nämlich schon Antworten auf die Frage, was können wir als ErwachsenenbildnerInnen tun und was kann die Erwachsenenbildung tun? Nicht? Das eine, was jetzt da mal so rauskommen ist, ganz stark, ist so diese spielerische Vermittlung oder die Vermittlung so, wie es halt auch knackig ist und Spaß macht. Wissen wir eigentlich eh in der Erwachsenenbildung, ist beim Thema wie Medienkompetenz noch einmal besonders wichtig. Kenne ich auch von mir selber. Wenn ich den News-Test mache, finde ich das lustig, ja, und springen besser drauf an. Genau. Das zweite ist so, dieses Abholen der Leute bei ihren wirklichen Anliegen. Ja, das ist ja auch was genuin Erwachsenenbildnerisches. Dort hingehen, wo Menschen wirkliche Anliegen haben von sich aus sowieso, ja, wo die Painpoints sind, ja. Zum Beispiel eben für die Kinder, ja, oder da sehe ich jetzt was Intergenerationelles, ja, also sozusagen im Chat, ja. Also dort, wo Menschen wirkliche Interesse haben, zum Beispiel, dass eben ihre Kinder nicht im Internet in Gefahr geraten. Dort haben sie ja Lerninteresse, haben sie ja Bildungsinteresse. Das nächste ist dort, wo sie eben selber Gefahren ausgesetzt sind, zum Beispiel eine Gefahr des Phishings, ja, oder einer anderen Gefahr manipuliert zu werden, ja. Also das ist wirklich so dieses Ausmachen dessen, was schmerzt die Menschen wirklich und wo haben sie echtes Lerninteresse, ohne dass wir mit einem defizitären Zugang daherkommen und sagen, jetzt müssen wir die Medienkompetenz steigern, wir müssen das Reflexionsniveau heben, ja. Das wäre sicher ein falscher, rein akademischer Zugang. Genau. Also da entstehen Antworten und das sind eigentlich eher die typischen erwachsenenbildnerischen Grundhaltungen. Ich denke mir nur, es muss genug Menschen geben, die das tun, ja, die diese Painpoints kennen, erkennen und auch wirklich Bescheid wissen, ja. Das müssen Menschen sein, die diese Mechanismen kennen, egal ob sie es jetzt sophisticated benennen oder ob sie einfach wissen, die Social Media wollen uns halten, wir haben einen Bestätigungs, sozusagen Fehler und solche Dinge, ja. Und also müssen da wissen, was passieren kann und müssen unter die Leute gehen damit und müssen aufmerksam machen, ja. Also, und das ist ganz niederschwellig, ja. Und da kommt schon der Punkt für mich, wird da schon schlagend. Eigentlich müssen wir das als Erwachsenenbildnerinnen alle wissen, ja. Also wir müssen als Erwachsenenbildnerinnen eigentlich schon sehr, sehr gut Bescheid wissen über diese ganzen Phänomene. Auch damit wir irgendwas niederschwellig, interessant, nebenbei und vielleicht nicht nur in einem kleinen Workshop zur politischen Bildung
vermitteln können, unterbringen können. Das glaube ich doch auch, ja. Weil ich lese eben da jetzt gerade, ich sehe schon einige, die sich zu medienkompetent einschätzen und andere wissen, die sie bereits abgehängt sind, ja. Es ist schon sehr, sehr breit, ja, die Spanne in der Realität, ja. Und das ist aber wirklich die Realität, ja. Es gibt so unterschiedliche Situationen. Aber ich glaube, weil es gerade jetzt so schnell gehen kann, abgehängt zu sein, kann ich es eben nicht am Individuum aufhängen. Mhm. Deswegen braucht es politische Aktion, um Regulierung stattfinden zu lassen. Also wir reden jetzt über den AI Act und da wird herumdiskutiert, ja. Aber in Wirklichkeit geht es ohne Schutz über das Kollektiv, genau, über den Staat, über die Governance nicht mehr. Absolut. Wir können als Einzelne uns nicht mehr wehren, sozusagen, weil wir oft nicht einmal den Überblick haben können, wo sind die wirklich guten Alternativen. Und wenn wir sie haben, sind wir allein bei den Alternativen und müssen uns dort erst wieder das Netzwerk aufbauen. Das heißt, da sind so komplexe sozusagen Abhängigkeiten drin, dass es fatal wäre, wenn wir die vorher von Verantwortung gesprochen haben, es jetzt am Einzelnen, an der Einzelnen abzuladen. Das geht nicht mehr. Da hat der Staat eine Rolle. Ja, darf ich kurz einfach nur zustimmend reagieren? Ja. Die Gefahr ist ja immer, dass man nur diesen Ausschnitt der Wirklichkeit sieht, den man selber beeinflussen kann. Ja. Und dennoch ist der Ausschnitt, den wir beeinflussen können, sicher nicht genug. Ja. Also wir brauchen ganz sicher, und ich gehöre zu denen, die dringlich erhoffen, dass dieser AI-Act jetzt auch beschlossen wird. Das sollte bis Jahresende passieren, bin immer neugierig, ob das tatsächlich passiert und damit auch die Deklarationspflicht für KI-Produkte verpflichtend wird. Ja. Schauen wir mal. Das würde man so dringend brauchen. Danke, Birgit, und danke, Herr Beißel. Ich lese auch im letzten Kommentar vom Chat, das du eh schon aufgegriffen hast, Birgit, lese ja ein bisschen heraus, was du schon angesprochen hast, als du die Diskussion oder das Gespräch mit dem Dennis Walter von BFAB erwähnt hast. Eben, es kommt ein bisschen darauf an, wie man es verpackt, weil die Leute hören natürlich nicht gern, dass man zu wenig kritisch zum Beispiel ist. Genau, ich glaube, das ist ein bisschen eine ähnliche Idee von der Sonja Schwirkmann. Genau. Und was ich weiter oben noch gelesen habe, was sozusagen ein bisschen einen neuen Rahmen noch eröffnet oder eine zusätzliche Frage in den Raum wirft, ist das Messen von Medienkompetenz. Josef Mühlbauer vom Institut für Konfliktforschung und Demokratiezentrum hat eben in den Chat geschrieben und berichtet über dieses Projekt. Es ist vor ein paar Tagen auf erwachsenenbildung.at auch ein Artikel dazu erschienen, zur Critical Media Literacy. Und das ist natürlich eine sehr interessante Frage generell. Wie misst man Medienkompetenz in der Erwachsenenbildung überhaupt? Vielleicht gibt es dazu eine Idee. Bitte gerne auch zu Wort melden oder natürlich auch an die Referenten und an die Referentin. Genau. Das wäre sozusagen ein weiteres Spektrum, aber eine weitere Frage, die zusätzlichen Diskussionsraum eröffnet. Wie wird das überhaupt gemessen zum Beispiel? Genau. Und Birgit, du hast natürlich auch schon Dicomp Edu, genau, das war jetzt der Stichpunkt. Danke, Monika Holler. Ich wollte es nämlich wirklich tatsächlich gerade jetzt ansprechen, Dicomp Edu. Eben und auch die Birgit jetzt noch einmal ganz konkret fragen, nämlich in Bezug auf die Rolle der Erwachsenenbildung, wenn es um Medienkompetenz geht, die hast du halt eh schon so schön ausgeführt. Und da gibt es ja auch im DICCOM 2.3 ist das ja auch genau festgelegt, sozusagen. Das könnte man auch vielleicht jetzt mit anderen Definitionen in der Erwachsenenbildung kombinieren oder sozusagen gegenüberstellen, wenn man jetzt fragt, was bedeutet eigentlich Medienkompetenz in der Erwachsenenbildung, also wie soll sie vermittelt werden? Da gibt es ja sozusagen Stichpunkte, woran das festgelegt ist, ebenso wie den DICCOM oder eben zum Beispiel die Definition der WPA sozusagen. Was bedeutet es in der Umsetzung von Medienkompetenz? Möchtest du vielleicht dazu irgendwas sagen, Birgit? Ja, sehr gern. Sage ich sehr gern kurz was dazu. Also die aktuellen und meines Erachtens auch sehr guten Auffächerungen dieser Kompetenz, also Medienkompetenz, ja, die haben eins gemeinsam, meines Erachtens, nämlich, dass sie so die Anwendungsaspekte und die reflexiven Aspekte gegenüberstellen. Ja. Also und das sieht man auch in der WBA-Definition. Die WBA ist ja für uns in der österreichischen Erwachsenenbildung wirklich sehr wesentlicher
sozusagen auch enorme tiefe Kraft, was die Kompetenzen von Erwachsenenbildern und Erwachsenenbilderinnen betrifft. Und diese Gegenüberstellung auf der einen Seite zu sagen, ich brauche so die Anwendung, die Tools, die Praxis, dieses Know-how, das Verfügungswissen. Und auf der anderen Seite, ich brauche so dieses Know-why, das Orientierungswissen, jetzt wirklich so dieses Reflexion, Hintergründe, Folgen und so weiter. Also diese beiden Säulen, die braucht es halt schon wirklich. Und die sind sozusagen werden da beschrieben, es wird auch wenn man sich anschaut, zum Beispiel den Lehrplan der neuen Mittelschulen für digitale Grundbildung, dann findet man das dort auch abgebildet. Auf der einen Seite wissen, wie man damit umgeht, auf der anderen Seite wirklich gut nachdenken und all diese Hintergründe kennen, die jetzt auch ganz stark vom Herrn Beißel eben auch sozusagen auf dieser gesellschaftspolitischen Ebene auch ausformuliert und eingebracht worden sind. Das ist einfach so wichtig, ja, wirklich beides zu haben. Und was schon gut ist beim DIGCOMP 2.3, also bei unserem österreichischen Referenzrahmen für digitale Kompetenzen, ganz, also generell, der ist ja seit Jänner in einer neuen, also sozusagen Auflage erschienen, nicht mehr 2.2, sondern 2.3. Und dort gibt es jetzt unter dem Kompetenzbereich 0, der sich auch von der EU-Vorgabe unterscheidet, gibt es jetzt also diese aktive Auseinandersetzung mit der Digitalität suchen und sich ein eigenes Urteil darüber bilden. Das ist jetzt es ist dort als grundlegende Kompetenz beschrieben. Und da kann man nämlich schon was tun. Nicht? Also wenn ich jetzt Medienkompetenz als Schlüsselkompetenz definiere, ja, oder die kritische Auseinandersetzung mit der Digitalität, ja, als Schlüsselkompetenz habe, ja, oder als Querschnittskompetenz, die eigentlich für alle wichtig ist und immer wichtig ist, ja, dann habe ich als Erwachsenenbildnerin in Bildungsangeboten auch mehr Möglichkeiten, ja. Ich denke jetzt an die ganzen Angebote, zum Beispiel im Bereich der Basisbildung oder eben auch im die vom Arbeitsmarktservice geförderten Angebote, das sind ja Angebote und das sind viele, ja. Also das sind nicht irgendwelche kurzen Abendworkshops, sondern das sind Veranstaltungen, wo Leute über Monate hinweg einen halben Tag dort sind. Und dort wird schon sowas vermittelt, auch wie ein Orientierungswissen. Da kommen immer wieder Dinge zur Sprache, die Demokratie, die unsere Gesellschaft betreffen. Wenn ich über den Arbeitsmarkt nachdenke oder wenn ich über den Spracherwerb mit authentischen Materialien arbeite, dann bin ich ja tief drinnen eigentlich in der Reflexion über die Frage, in welcher Gesellschaft lebe ich und wie schaut es denn dort aus und wie gehe ich denn dort um, ja. Und dort kann ich eigentlich immer mit diesen beiden Zugängen, mit diesen beiden Aspekten kommen, dass ich auch immer über Medien, über mediale Phänomene, über dieses selbst, das eigene Medienhandeln, was zum Thema mache, ja. Also das kann ich dort immer tun und immer mit diesen beiden Aspekten, ja. Also immer mit und diesen beiden Gesichtspunkten. Das kann ich natürlich leichter tun, wenn es eine Querschnittskompetenz ist, ja. Wenn es definiert ist als Kompetenz, die alle Menschen erwerben müssen, ja. Weil wir es einfach brauchen, ja. So wie es die DIGCOMP 2.3 jetzt macht, ja. Hat es jetzt nicht Medienkompetenz benannt, aber halt einfach diese Auseinandersetzung mit der Digitalität. Das hilft uns sehr. Also ich glaube, wenn Kompetenzraster sich so verändern, dass das einfach so als Querschnittskompetenz behandelt wird, diese kritische Reflexion auch des digitalen Wandels, dann hilft uns das auch in der Erwachsenenbildung. Danke, ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet hat, aber ja. Ich denke schon, ja. Also für mich auf jeden Fall. Gibt es vielleicht von Seiten der Teilnehmenden noch irgendwie gern einen Kritikpunkt vielleicht auch oder eine andere Ansicht, einen Erfahrungsbericht oder stimmen Sie vielleicht dem auch zu? Ich frage mal einfach in die Runde und bitte Sie einfach auch gern, sich zu Wort zu melden oder auch in den Chat zu schreiben, wie Sie wollen. Und inzwischen suche ich mal, ob ich das DIGCOMP in der aktuellen Version schnell bei der Hand habe und in den Chat posten kann. Genau. Befinden wir uns ja wirklich auf einer sozusagen auch Metaebene gewissermaßen. Waren wir vorhin und auch auf einer institutionellen und was kann man organisatorisch sozusagen tun für die Medienkompetenz? Ich möchte dann später noch mal ganz kurz auf die inhaltliche zurückkommen, wegen einer teilnehmenden Frage im Chat, die schon länger davor in den Chat gestellt wurde, einfach um die ja nicht zu übersehen und die dann noch mal aufgreifen.
die betrifft dann, richtet sich dann an den André. Würde aber vorerst noch gern, um nicht zu viel quasi, das nicht unzustrukturiert anzugehen, auf der organisatorischen Ebene bleiben und einfach jetzt wirklich noch einmal, die Birgit hat gerade zwei Links in den Chat gestellt von Fit for Internet, die eben auch, glaube ich, den StickComp Edu betreffen, Birgit, richtig? Ja, genau. Nicht Edu. Nur okay, nicht Edu, aber die Comp 2.3, genau. Und das Modell sozusagen verstehen, ja, genau. Super, danke dafür. Aber du wolltest mit uns woanders hin gerade, glaube ich, gell? Du wolltest gerade... Genau, ich wollte dann auf jeden Fall, um noch einmal eine Frage aus dem Chat, einfach um die nicht fallen zu lassen, die richtet sich dann an den André. Das war im Zusammenhang mit dem Confirmation Bias und da wollte der Herr Heinrich Schwendener, glaube ich, war es, er hat ihm gefragt, was könnte man denn eigentlich unternehmen, um gegen diesen Bestätigungsfehler, den Confirmation Bias, vorzugehen? Ich glaube, das war seine Frage. Jetzt habe ich sie eine Möglichkeit, diesen Fehler zu minimieren, zum Beispiel. Gibt es den? Was gibt es denn, dass diese Information widerspricht, zum Beispiel, oder was widerspricht meinem eigenen Vorurteil? Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also für mich selbst ist es immer die Selbstreflexion grundsätzlich am Anfang. Also ich muss mich kennen, ich muss meinen Bestätigungsfehler auch kennen. Ich weiß ja, worauf ich reinfalle letztendlich. Und ja, ganz klar, natürlich, das ist eine sehr gute Idee zu sagen, hey, was gibt es denn, was mich widerlegen könnte? Aber Vorsicht, es gibt massigst, was mich widerlegen kann oder möchte. Ich muss auch das Medium einschätzen können oder die Informationsquelle einschätzen können, die ich konsumiere. Ist die seriös oder nicht? Sind die Informationen stichhaltig oder nicht? Habe ich es mit einem Meinungsmedium zu tun oder habe ich es wirklich mit Fakten zu tun? Das muss ich alles in der Lage sein, einschätzen zu können, letztendlich. Mhm. Und das setzt also sozusagen auch schon ein gewisses Maß an Medienkompetenz voraus, André, oder? Sozusagen. Ganz klar, ganz wichtig. Das ist diese Quellenkritik. Das hatten wir ganz am Anfang schon gehört. Das gilt auch offline. Es ist nicht nur alles online, wovon wir reden. Ich muss auch offline grundsätzlich in der Lage zu sein, Inhalte zu bewerten. Das ist etwas ganz Wichtiges für eben diese Medienkritik. Und ich glaube, es reicht schon oft zu wissen, dass es diesen Bias gibt, der fängt schon mal alles an. Also wenn ich schon mal weiß, dass es diesen Bias gibt, dann ist schon mal viel gewonnen. Ja, genau. Wer Überlegungen anstellt, wie er dagegen arbeiten kann, ist sich dessen eh schon bewusst. Genau. Der ist ja eh schon auf einer anderen Ebene wie von dem, wo wir ausgegangen sind. Ja, das ist ja schon eine ganz wichtige Erfahrung. Ja, also wir haben ja ähnliche Effekte. Dann jetzt, weil wir gerade die KI-Diskussion gehabt haben, da heißt es dann Automation Bias, ja. Mhm. Computer says no. Und wir glauben einfach, was aus dem Kastel kommt. Viel eher. Ja. Und wenn ich dann KI-Systeme in Entscheidungssysteme einbringe und zwar die Rechtsposition nach wie vor ist, dass das ein Mensch entscheiden muss, wenn es sich um existenzielle Fragen handelt, dann glaubt man halt ganz einfach eher dem. Und es ist mehr Aufwand, da wieder kritisch sich zu fragen, kann das stimmen, gibt es da Plausibilität? Also wir werden, und das ist wieder das Stück weit Effizienz, aber auch Bequemlichkeit, das uns ja sozusagen suggeriert. Also wir haben ganz lange über Big Brother geredet. Ja? Für mich war die schöne neue Welt immer das problematischere Buch, wo wir nicht sozusagen diesen engen Überwachungsstaat eines gehabt haben, sondern wir haben jetzt 1000 Schwestern, die uns überwachen und gleichzeitig geben sie uns das Soma. Gleichzeitig geben sie uns das, was wir gerne haben, damit wir tun, was wir nicht durchschauen, was sie tun sollen oder eben nicht tun sollen. Ja? Also das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem kann man es gut aufhängen, jetzt in der Reflexion. Und vielleicht kann man es auch ganz, also finde ich total gut. Ja. Also vielleicht kann man auch das, was jetzt nochmal gefallen ist, nochmal ganz runterbrechen auf die einfache Gewohnheit, sich immer zu fragen, wo kommt das her, wer hat ein Interesse dran und wo führt das hin? Das sind eigentlich so drei grundsätzliche Fragen, wenn man die so immer mitlaufen lässt. Ja. Wo kommt das her, aus welcher Denktradition, von welchem Konzern oder was auch immer? Wer hat ein Interesse dran und wo führt das hin? Dann ist man schon mal, aber das ist nicht eine Kultur, die wir alle gewohnt sind. Ja? Also ich weiß zum Beispiel, ich habe ja ein naturwissenschaftliches Studium abgeschlossen, bevor ich ein geisteswissenschaftliches Studium begonnen habe, ja, und dann abgeschlossen habe. Und da war für mich so dieses,
so zu denken, ja, zu hinterfragen, wo kommt was her, was gibt es für Interessen, wo führt das hin, das ist nicht selbstverständlich. Und das ist so einfach. Und das aber allen mitzugeben, wenn es halt möglich ist, wäre im Rahmen unseres kleinen überschaubaren Handlungsfeldes, das wir beachten können, ein kleiner Beitrag, obwohl der größere natürlich auf einer anderen Ebene liegen muss. Ja. Super, danke. Danke, Birgit, und danke, Herr Beißel, und danke, André. Es war jetzt eine schöne Abrundung, finde ich, Birgit. Ich würde gern einfach noch einmal kurz fragen. Jetzt sehe ich gerade im Chat, gibt es noch was? Erwachsenenbildung, muss ich mich permanent der Herausforderung stellen, genau mit meinem digitalen Medienwesen aktuell zu sein? Das bringt es jetzt auch noch einmal wirklich das Abschlussplädoyer sozusagen noch einmal auf den Punkt und rundet das Ganze sehr schön ab. Genau, mit Blick auf die Zeit muss ich eh sagen, müssen wir leider zu einem Abschluss jetzt natürlich kommen. Es waren extrem viele wertvolle Ideen dabei, finde ich. Und vor allem haben wir wirklich ein sehr schönes Panorama, finde ich, in diesem Webinar heute erzeugen können und wirklich einfach wirklich wichtige, wesentliche, essentielle Fragestellungen in Bezug auf Medienkompetenz und Erwachsenenbildung sozusagen einfach eröffnen können und einfach einmal gemeinsam diskutieren können. Und jetzt lese ich noch an letzte Nachricht, genau, der Energieverbraucher sehr effizient arbeiten. Ja, das ist natürlich wichtig, ja. Danke, Herr Schwendener. Genau. Und wird dann einfach, wenn es sonst jetzt nichts ganz, ganz Dringendes mehr gibt, sozusagen, würde ich den Abschluss vorbereiten. Wir haben nämlich noch zwei Folien, die ich Ihnen noch gerne mitgeben würde am Weg. Und zwar betrifft es eben das Feedback, die schon dabei waren bei unseren Webinaren, die kennen den Ablauf sozusagen. Wir bitten eben am Ende immer auch um Feedback. Den Link zur Feedback-Umfrage finden Sie wie gewohnt im Chat und mit der Bitte eben das auszufüllen. Und dann möchte ich auch noch einmal kurz die Teilnahmebestätigung ansprechen. Ich habe es zu Beginn auch kurz erwähnt. Für all jene, die sich über Eveno, über das Anmeldeformular zum Webinar angemeldet haben, für die steht natürlich eine Teilnahmebestätigung bereit. Morgen erhalten Sie dann noch einmal den Link zum Buchungscenter und können sich dann die Bestätigung herunterladen. Und die Aufzeichnung wird dann auch im eBEMUG unter der Lektion 3 zur Medienkompetenz veröffentlicht. Genau. Und zu guter Letzt dann möchte ich noch auf zwei Webinare hinweisen. Und zwar die nächsten im Zuge des eBEMUG werden eben am 12.10. ein Webinar zur Formatentwicklung, Bildungsmanagement sozusagen, und am 18.10. dann das brennende, brandaktuelle Thema KI, künstliche Intelligenz und Erwachsenenbildung. Dann beende ich auch meine Freigabe wieder, bedanke mich nochmal ganz herzlich bei den Referenten und bei der Referentin und bei den Teilnehmenden für die vielen interessanten Inputs und Gedanken. Und ich glaube, dass das einfach jetzt noch eine Zeit braucht, wo das sicherlich nachwirkt und bei einigen von uns auch im Nachhinein noch Fragen aufwerfen wird. Möglichkeit weiter zu diskutieren finden Sie natürlich immer im eBEMUG Lektion 3 zur Medienkompetenz. Im Forum gibt es auch zwei Foren-Threads, die dafür eingerichtet wurden. Da können wir sehr gerne eine Diskussion sozusagen aufgreifen oder fortführen, oder wenn Ihnen im Nachgang jetzt einfach noch was einfällt, haben Sie auch dort die Möglichkeit, das unterzubringen. Danke auch für das Dankeschön im Chat, und dann wünsche ich Ihnen einen guten Abend noch. Genau, erholen Sie sich und oder kommen Sie gut nach Hause, falls Sie ja noch unterwegs sind. Genau, und danke. Danke auch.